nichts durch. Ja, hallo Leute, willkommen bei Bushcraft and Nature. Wie ihr in dem kleinen Intro schon gesehen habt, geht das heute um Wasserfilter, besser gesagt um Hohlfaserwasserfilter. Das ist zum Beispiel hier dieser von BeFree oder auch hier der Sawyer Mini. Ja, und da gibt es ja folgendes Phänomen: Wenn ihr den Filter gereinigt habt und der ausgetrocknet ist und ihr lagert den zu Hause und wollt ihn dann das nächste Mal benutzen, dann werden schon die ein oder anderen festgestellt haben, dass da gar kein Wasser durchgeht. Oder wenn nur tröpfchenweise. Bei mir im Schwarzwald war es so, ich musste die Tour abbrechen. Ich habe durch den Sawyer nicht einen Tropfen bekommen. Ja, nun war ich ja letztlich auf dem Bushcraft-Treffen in der Schweiz hier und habe mal die anderen Kollegen so befragt, was die für Erfahrungen haben. Und die konnten mir dieses Problem bestätigen. Aber keiner wusste so wirklich, woran das liegt. Ja, da habe ich beschlossen, der Sache mal auf den Grund zu gehen und habe mal Katadyn kontaktiert. Die haben mir dann auch sehr nette Auskünfte gegeben. Und woran das liegt, das erzähle ich euch jetzt. Ja, die Ursache ist materieller Herkunft. Das liegt an den verwendeten Hohlfasern in den Filtern. Und zwar haben die Hohlfasern die Eigenschaft, dass sie beim Trocknen sich zusammenziehen und erst wieder im Kontakt mit Wasser sich wieder aufdehnen. Das müsst ihr euch vorstellen, als wenn ihr ein Stück Ast nehmt, der noch feucht ist, und den steckt ihr in eine PET-Flasche mit Wasser, dann wird es gleich anfangen zu tropfen. Ist der Ast aber ausgetrocknet und die Fasern sind trocken, dann braucht es eine ganze Weile, bis der Ast wieder feucht ist, und dann fängt es an zu tropfen und das Wasser kommt raus. Und genau das Gleiche haben wir bei den Wasserfiltern auch. Katadyn hat mir geschrieben, dass es also nach der Produktion noch nicht auftritt. Das ist erst nach der ersten Benutzung, weil die Fasern auch durchtrocknen sollen, um Schimmel- und Bakterienbildung zu verhindern. Das Austrocknen des Filters ist aber wichtig, um stehendes Wasser zwischen den Hohlfasern und allen Ecken des Filters zu vermeiden und Schimmelbildung sowie Bakterienwachstum nicht zu begünstigen. Mitunter deswegen sind die Hohlfasern am BeFree anders wie bei den meist anderen Filtern auch mit einem Netzgitter und keinem vollständigen Mantel aus Kunststoff umgeben. Ja, wie können wir dieses Problem umgehen? Ist ganz klar, wir müssen den Filter vorher wässern. Katadyn hat mir dazu geschrieben, dass man den Filter auch mit etwas Wasser befüllen kann, dann zuschrauben und kopfüber transportiert im Rucksack. Dann zieht sich ja das Wasser hier rein. Das Problem ist bloß, man muss natürlich aufpassen, dass die Kappe hier geschlossen bleibt, sonst läuft euch der Filter im Rucksack aus. Ich habe das mal ausprobiert. Wenn ihr die Kappe abschraubt, könnt ihr auch einen ganz normalen Deckel von einer PET-Flasche aufdrehen. Das ist dann sicherer, dann läuft euch der Filter nicht aus. Ja, die zweite Möglichkeit wäre, den ganzen Filter in einem Glas, oder ich habe jetzt hier ein Stück von einer PET-Flasche, das Unterteil, das habe ich abgeschnitten, in Wasser zu wässern, ein paar Stunden vor Reiseantritt, und den Filter dann einzupacken. Das gleiche gilt natürlich auch bauartbedingt für den Sawyer Mini. Da müsste man dann auch hier den Wassersack mit ein bisschen Wasser füllen, den Sawyer aufschrauben und dann auch kopfüber im Rucksack verstauen und ganz wichtig natürlich hier auch die Verschlusskappe richtig dicht aufzudrücken. Die andere Möglichkeit ist das richtige Wässern der Filter vor Reiseantritt, und das werde ich heute mit euch ausprobieren. Mineralarmes bzw. destilliertes oder destillatgleiches Wasser sollte vorgezogen werden, da die Möglichkeit einer fortwährenden minimalen Ablagerung von anorganischen Bestandteilen im Wasser besteht, auch in der täglichen Benutzung von Quellwasser, Gletscherwasser oder Leitungswasser und so weiter. Zum Wässern habe ich hier aus kleinen alten PET-Flaschen, Wasserflaschen, mir hier zwei Becher zurechtgeschnitten, hier noch einen kleinen Trichter. Und damit können wir dann die Wasserfilter wässern. Bei dem BeFree ist ja hier das Filterelement offen mit dem Hohlfaserfilter. Das heißt, ich kann den BeFree direkt hier in den Topf mit Wasser stellen und er wird sich vollsaugen. Ganz so einfach ist es beim Sawyer natürlich nicht.
weil der Sawyer ist ja außen verschlossen. Der hat ja eigentlich nur den Zu- und hier den Ablauf. Und dafür habe ich mir hier aus einer kleinen PET-Flasche einen Trichter gemacht, den ich aufschrauben kann. Das heißt, ich kann den von oben befüllen und stelle den dann unten hier in den Topf, damit nichts austrocknet. Okay, dann legen wir mal los. Als erstes den BeFree. Ich schraube jetzt hier die Kappe ab, die brauchen wir nicht. Dann haben wir hier drin das Filterelement freiliegen und außen. Jetzt machen wir den Filter hier in den Becher. Bisschen wackelig, ist natürlich nicht so schwer. Und befüllen das Ganze mit dem destillierten Wasser. So, jetzt kann der Filter schön durchziehen. Jetzt befüllen wir den Sawyer. Hier oben ist der Trichter, den ich schon drauf gemacht habe. Jetzt muss ich das allerdings festhalten, sonst kippt mir das Ganze um hier. So, nun befülle ich den Trichter. So. Und jetzt muss ich nur noch schauen, ob das stehen bleibt irgendwie hier. Na, ganz schön wackelige Angelegenheit, die Sache hier. Hätte man vielleicht doch lieber irgendwas Schwereres nehmen sollen. Wackelig, wackelig. So steht er. Okay, und jetzt lasse ich die beiden Filter wässern. Wie ja immer wieder fälschlich behauptet wird, ist destilliertes Wasser nicht gesundheitsschädlich. Da müsstet ihr Unmengen von trinken, dass euch die Zellen platzen. Also das ist völliger Blödsinn. Außerdem ist es ja so, wenn ihr dann anfangt zu filtern, dass das destillierte Wasser praktisch aus dem Filter rausgedrückt wird. Okay, dann würde ich sagen, ich lasse die beiden Filter jetzt mal 1 bis 2 Stunden hier stehen und dann hole ich euch wieder und dann schauen wir, wie das Ergebnis ist. Okay, bis gleich. So, jetzt sind 2 Stunden vergangen. Wie man sieht, ist sogar schon bei dem Sawyer unten Wasser ausgetreten. Das ist schon in dem Becher. Also es sieht so aus, als wenn sich beide Filter vollgesogen haben. Gut, dann nehme ich beide Filter mal raus. Bei dem Sawyer nehmen wir mal hier aus dem Becher. Kippen wir mal das Wasser ab hier. So, Trichter weg. Dann mache ich die Kappe zu. So, als wenn ich ihn jetzt mitnehmen würde auf Tour. Das gleiche mache ich jetzt mit dem BeFree. Den nehme ich jetzt auch hier aus dem Wasser. So, schraube die Kappe rauf. Das destillierte Wasser kann auch weg. So würden wir jetzt den Sawyer mit einpacken. Den BeFree mache ich jetzt mal hier so in die Hülle, so wie man mitnehmen würde. So, und jetzt würden wir praktisch damit auf die Tour gehen. Nun machen wir mal den Test, ob wir jetzt Wasser filtern können, und zwar sofort. Da ich hier natürlich keine Wasserquelle zur Verfügung habe, habe ich mir jetzt hier einfach mal Leitungswasser in eine alte PET-Flasche abgefüllt. Und das werden wir jetzt filtern und schauen, ob die Filter sofort funktionieren. Gut, dann fange ich mal mit dem BeFree an. Erstmal die Flasche auf. Dann füllen wir Wasser in den Filterbeutel vom BeFree. So, halb voll. Das sollte reichen. Jetzt schraube ich den Filter zu. So, habe mir jetzt hier noch ein Gefäß mitgebracht, wo wir das Wasser reinfiltern können. So, und nun kommt der Test. Achtung. So, Kappe ist auf. Und wie ihr seht, der Filter filtert im vollen Durchfluss. Das funktioniert sofort. Läuft sogar von alleine. So, und nun der Test mit dem Sawyer Mini. Ich
fülle wieder Wasser in den Filtersack. Ich habe mir jetzt hier noch so einen kleinen Trichter mitgenommen, dann kann ich das besser einfüllen. Ah, ja, noch ein bisschen. So. Jetzt ist er halb voll. Ich schraube den Filter auf. Okay, und Test. So, nur der Sawyer. Der geht so nicht. Er fängt an zu tröpfeln. Wahrscheinlich muss der noch länger gewässert werden, obwohl eigentlich hatte er ja Wasser durchgezogen. Das ist ganz interessant. Also stelle ich den jetzt noch mal für 2 Stunden in das destillierte Wasser. Ja, das Ergebnis beim BeFree war super. Genauso habe ich mir das vorgestellt. Mit dem Sawyer hat das leider noch nicht so geklappt. Ich hoffe, das liegt jetzt eigentlich nur an der Zeit. Ich könnte mir aber auch vorstellen, dass vielleicht der Druck nicht reicht, um in die Kapillare zu gehen. Ich habe ihn jetzt mal unten noch auch mit ins Wasser gestellt, dass er von beiden Seiten bekommt. Und lasse den jetzt nochmal 2 Stunden einziehen und dann wiederholen wir den Test nochmal. Okay, dann bis gleich. Ich habe jetzt noch mal 1,5 Stunden gewartet und wage jetzt mal den 2. Versuch. Vielleicht war die Zeit für den Sawyer ja auch einfach zu kurz. Ich nehme den jetzt mal raus hier aus dem destillierten Wasser, mache die Kappe zu, es tropft, sieht schon mal gar nicht schlecht aus. So, das kippen wir auch ab. Dann das Teil weg und auf den Filterbeutel geschraubt. Okay, und jetzt machen wir Test Nummer 2. So, Kappe auf. Und nun drücke ich mal. Jawohl, jetzt geht der Filter. Gut, der hat eine kleinere Durchflussmenge wie der BeFree, aber der Filter funktioniert jetzt auch. Super. Ja, wie ihr gesehen habt, war das der entscheidende Tipp. So funktionieren die Filter auf der Tour sofort. Man muss sie halt nur vorwässern. An dieser Stelle auch vielen Dank an den Florian von Katadyn, der mir das ganze Hintergrundwissen und die Tipps gegeben hat. Ja, und ich hoffe, es war wieder für den einen oder anderen was Neues, Interessantes und würde mich an dieser Stelle von euch verabschieden. Macht's gut, bis zum nächsten Mal, euer Detlef. Ciao, tschüss.